Jo, liebe Leute, es geht heute weiter. Der nächste Gegner steht an. Der ist Hannover 96. Ja, Freiburg hat im letzten Spiel unentschieden gespielt. Die haben in Paderborn gepatzt mit 2:2. Oder gegen Paderborn gepatzt mit 2:2. Wir haben in Bremen 3:1 gewonnen. Müssen allerdings auf mal wieder Morgana verzichten. Der, wie gesagt, seinen mindestens 4. Platz diese Saison hat. Jetzt erstmal, wie gesagt, Hannover, dann Düsseldorf und im Abschluss KSC. Freiburg hat als Gegner jetzt den SV Sandhausen, dann Bremen und zum Abschluss spielen sie noch gegen eben unseren heutigen Gegner aus Hannover. Also, Fakt ist, es ist möglich, weil sie halt genau den zweiten Patzer drin haben. Mal schauen. Genau, wir müssen wechseln, leider. Mal wieder. Magala, das ist nicht das erste Mal diese Saison. Du musst dringend deine Dings auf den Griff bekommen. Aber wie gesagt, in der nächsten Saison wird es eher mit einigen anderen Kandidaten. Na gut, Hannover 96, Heimspiel, Spieltag Nummer 32 steht jetzt an. Ich glaube, dazwischen ist noch ein DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund irgendwo. So wollen wir den Abschluss machen. Ja, wir müssen den nächsten Schritt heute machen. Ja, ist wie gesagt Hannover 96. Heute wollen wir natürlich den dritten Sieg in Folge, den nächsten Sieg in Folge holen. Wir sind jetzt bei 8, meines Wissens, wenn ich richtig gerechnet habe. Mit dieser Mega-Siegeserie können wir die Möglichkeit. Dann haben wir mit Freiburg geschlagen. Wir haben auch Leverkusen deutlich geschlagen. Es kann also weitergehen. Und so, Hannover ist, glaube ich, mit einem der besten Defensiven. Bei Bremen hat er jetzt 33, Hannover hat er 32. Ich glaube, dass die Hannoveraner tatsächlich ein bisschen defensiver haben. Aber auch das können wir heute tatsächlich ändern. Könnten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. So. Wir gehen jetzt, wie gesagt, wir machen auch die dritte Saison nur. Also keine Sorge, ich will mit dieser Truppe alle Spiele gewinnen, alle Titel gewinnen. Erst dann beenden wir hier in FIFA 23 unsere Karriere oder sei denn, dass irgendwas neue FIFA 24 kommt. Aber es dauert noch ein bisschen. Deswegen gehen wir jetzt in die dritte, wenn wir definitiv noch die dritte Saison spielen. Aber jetzt, dass wir diese zweite Saison abschließen, 32. Spieltag, jetzt haben wir noch zwei Spiele, drei Spiele mit dem Gegner heute. Und da wollen wir natürlich drei Siege holen. Anfang macht Jonas Stern. Und das war ganz, ganz wichtig, wenn der durchkommt, dann wird das hier das 1-0 werden. Und das wäre so geil, wenn es so ein frühes 1-0. Wie gesagt, Leverkusen. Heute für die Gastgeber. Aber dazu benötigen sie einen Sieg. Richtig. Ein ganz wichtiges Spiel für sie. Hugo. No. Boah. Das Ding müssen sie machen. Es bleibt bei 0-0 und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. Ja, wir müssen dran. Wir sind dran. Es sind 2 Punkte nur noch Rückstand. Wir haben Freiburg hat immer 10 Vorsprung. Die waren so gnadenlos weg. Wir haben sie im direkten Duell geschlagen. Sie haben gepatzt. Da gewinnt er den Zweikampf.
Also, möglich ist alles. Vielleicht hat dieses schön, direkte Duell, dieser direkte Sieg, wer. Oder das ist Sobo und Zila. Nächste Aufgabe. Weiter geht es hier. Halbherzig geklärt, Ball weiter. Kleefisch. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Nächste ganz, ganz große Chance, ein Lattenball. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Nein, nein, es gibt keine Karte. Und sie ärgern sich, dass es hier weiter nur unentschieden steht. Es wäre die Führung gewesen, das aber ganz kurz, das könnte es sein. Riesenparade von Zieler. Und Zieler weiter damit. Also frei, man macht weiter den Druck, den man gegen Bremen aufrechterhalten hat. Gegen Freiburg hat man genau dieser Mega, mit diesem Megadruck das Ding nach Hause gefahren. Und wieder nix. Harvard Nielsen. Nielsen. Ernst. Agudo. Diesen Pass holen sie sich. Er bekommt die Unterstützung. Jack. Kühn. Kerk. Hat aber noch ein bisschen was mit Abseits zu tun. Tut er nicht. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen. Ulrich. Ball geht auf die Außenmann. Er springt aber raus. Pedro kriegt den Ball nicht in der Kontrolle. Läuft er mit dem Ball ins Aus. Kreinsch. Jo, Haller. Perry. Und eventuell müssen sie nicht wechseln, bitte schon wieder eine sein. Verletzung. Piri kommt nicht da hinterher. Super Chance, aber da macht ja, es wird ein Doppelwechsel geben. Es sind zwei verletzte Spieler auf dem Platz mit Kako Talur und Piri. Oh nein, meine komplette Innenverteidigung bricht mir gerade weg. Oh, geil, geil, geil. Das fängt doch schon wieder gut an. Watanabe muss jetzt rein aushelfen. Also wie gesagt, zwei Innenverteidiger. Ich spreche mit Morgana, der ist gesperrt. Piri wechselt doppelt. Da hat der Keeper überhaupt keine Mühe. Den hat er natürlich sensationell gehabt. Das wäre die Führung gewesen. Das tut weh. Nach dem ganzen. Das Spiel ist gut. Das Spiel ist wirklich gut. Aber es ist halt diese Doppelverletzung. Bitte jetzt nicht allzu lange. Das könnte was werden. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Es ist doch kein Wechsel. Also die Wechsel werden verziehen. Wie gesagt, es wird von Pichowski und. Könnte die Führung werden. Jetzt ist das ein Zug. Richtig los. Wir haben den wieder so ein cooler Ding wie gegen Lautern. Und ja, es ist mal wieder Loboa und ja, es ist verdient. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Ja, da haben sie sich gegenseitig ein bisschen auf den Füßen gestanden. Der Herr Zieler und die Nummer 20. Weil Zieler hat das Ding und dann ist es sehr wahrscheinlich ein Eigentor, oder? Nö, zählt auf Loboa. So, die wird schon es wird wechseln. Kakotor Lua raus. Und Perry raus. Beide angeschlagen. So, jetzt Fatanabi und von Pichowski. Ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gute jetzt, hört mal, die Hannoveraner treten aber ganz schön. Die wollen das Gefühl, dass die jetzt ein bisschen unsere Spieler auf dem Feld treten wollen. Die Mauer, die springt ja meistens hoch, ne? Nicht, dass ich dir. Ich probiere mal was aus. Wo krieg ich denn hin? Den krieg ich nicht hin, ne? Gerade flach. Kurz gespielt. Hat er zu lange gezögert. Ich habe den Ball nicht eingestellt bekommen. Das war keine Absicht. Und da ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Nur eine Minute? Okay. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Keine Karte, aber so. Jetzt muss er sich zurückhalten. Sonst gibt es beim nächsten Einsteigen gelb.
Nicht gut in die Mauer. Pfeif ab, 1-0. Wir hören den Pausenpfiff, Buschi, und wir wissen, sie wollen heute unbedingt aufsteigen. Und das kann bei diesem Resultat auch klappen. Es ist eine Momentaufnahme. Ja, der schockt sich die beiden Innenverteidiger, die mir damit in die Verletzung runter sind. Also ich muss jetzt erstmal auf 3 Innenverteidiger verzichten. Während der Saison war zwischendurch bei der Sturm das Problem, nachdem sich da Meier lange fritzig verletzt hat. Und jetzt ist es halt wahrscheinlich die Innenverteidigung. Ich hoffe, dass sie nicht allzu lange ausfallen. Ja, das ist ein guter Pass. Aber dann verläuft dieser Angriff doch. Jetzt muss ich nämlich auf dem Transfermarkt noch aktiv werden. Und so, zumindest wenn wir was von den freien Spielern verpflichten. Zumindest kurzfristig. Gute Chance. 2-0. Geil gespielt. 2-0. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann so. Dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da geht 52. Die Führung verdoppelt auf 2-0. Am Ende ist es dann egal, wie hoch, wie man führt. Mitspieler frei, jetzt kann und jetzt ist Peter ist auf der rechten Angriffsseite. Ist klar, die Saison ist lang. Landet beim Gegner. Flagge abgeblockt erstmal. Ball wird abgeblockt. 3-0! Wieder ist es Hugo Noir, es ist Hattrick. Das war schon sein drittes Tor. Der hämmert das Ding oben in den Knick. Man ist dran. Man ist in Freiburg. 2-10-0. Und die Freiburger haben noch 2 harte Aufgaben. Eben mit Hannover 96 und mit dem SV Werder. 2000 werden sie wahrscheinlich schlagen, aber. Bremen muss man erstmal schlagen. Auch als SC Freiburg. Ich fände es geil, wenn sie patzen würden noch. Dann wären wir tatsächlich unerwartet doch noch Meister. Wie gesagt, wenn sie ein Unentschieden und dann sind sie raus und wir müssen unsere beiden Spiele danach noch gewinnen. Aber das wären die 3 Punkte, werden wir hier wahrscheinlich holen. Die besseren Ballbesitzzahlen sind im Moment die Gastgeber und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Sterner 4-0. Der Ball ist drin. Und Hannover hatte kurz vorher die beste Defensive. Mit 32 Gegentoren. Jetzt sind sie bei 36. Die Bremer haben 33 kassiert. 3, nämlich haben sie von uns genommen angestoppt. Und jetzt will ich das Ding hier mit zu Null nach Hause fahren. Keine Chance und dann kommt am Ende eben das Tor rum. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Schaut doch mal. Sterner. Tolles Dribbling. Der den Verteidiger noch bombig stehen lässt. Da kommt die Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Da. Dieses hin. Noch den Torhüter vor Nielsen! Nix und zu null. Mal wieder nicht. Einen kriegt man doch noch durch. Bah, schönes Tor. Hier ist die Wiederholung. 1-1 sieht so leicht aus. Ist in Wahrheit oft so schwierig. Es ist ein Duell der Nerven. Da musst du abgezockt sein. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4-1. Schade, da kann man nicht durch über die Außen. Schade, schade, Schokolade, aber das aber Ding, hier werden sehr wahrscheinlich trotzdem die 3 Punkte für uns gehen. Watanabe, der Aushilfsverteidiger, Innenverteidiger. Und der kommt nicht durch, weil er den Ball zu früh quer spielt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Gutes Timing, aber halt die Frage, was ist mit unseren beiden Innenverteidigern los? 2 Innenverteidiger, angeschlagen vom Platz. Morgalla, zumindest heute gesperrt. Kerk. Kann er was draus machen?
Watanabe nochmal. So, macht das gut. Jetzt ist Platz für den Konter. Gute Ballführung. Ecklauf, der hat Zeit, der hat Zeit, der hat Zeit und er macht es auch. 5-1. Man räumt tatsächlich komplett alle auf jetzt gerade. Egal, wer da gerade kam, man wird, schießt Saale raus. Sei es Freiburg, sei es Leverkusen, alle werden sie auseinandergenommen. Und dann setzt er sich durch. Auch in Bremen gewonnen. Das würde jetzt der 9. Sieg, glaube ich, in Folge sein, wenn ich es richtig im Kopf gerade habe. Ich müsste gucken, wie viele Folgen ich jetzt gerade hintereinander weggemacht habe. Ich bin seitdem, seit ich die Saison angefangen habe, in einer Aufnahme zwischendurch. Und ich werde wahrscheinlich auch die Saison durchziehen. 6 Minuten sind noch zu gehen. Super durchgesetzt. Da ist die Chance. Geht so. Gute Aktion, Spiel raus. Oh, na, bleib doch. Geh doch dran, ey. So, Ecke kommt. Den Kopfball hat und Horn verhindert den 2-5 Treffer. 6 Tore haben wir ja. Schöner Kopfball. Und auch wieder verhindert der. Wieder der Nopper, der muss sich anstrengen. Wenn er den noch haben will, oder? Aber wieder die neue Nummer 1. Gut, das ist ja weg. Einer von beiden wird es werden. Das sah vielversprechend aus. Aber nächste Ecke, Kerk. Da oben der Vorder, ja, die Ecke. Doch, jetzt gibt es die Ecke. Jetzt gibt es eine Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Und ja, es gibt die nächste, glaube ich, wieder mal. So. Nach dem eben Doppelwechsel jetzt der dreifache nächste Wechsel. Wie gesagt, man muss ja drei Verteidiger auswechseln, zwei Verteidiger auswechseln. Jetzt Eckball. 2-5. Harald Nielsen, Doppelschlag, Doppelpack. Nee, Wolf, das Ding ist durch, keine Zweifel. Aber es wird nichts passieren. Dann hat die Aufgabe Hannover mit Bravour gelöst. 5-2 gegen 96 gewonnen. Freiburg zieh ich warm an, da kommt doch was aus dem Süden. Das ist auch noch machbar, wäre die absolute Krönung. Und jetzt könnte man sich fragen, ist nach dem Aufstieg vielleicht die Luft raus? Nö. Der Trainer wird das verhindern. Bisher ist die Luft nicht raus. Man räumt nach wie vor gerade alles, was da kommt, aus dem Weg. Auch Dortmund. Liebe Dortmunder, passt auf diese Schwarz-Gelb hier unten auf. Die werden noch was machen. Die werden euch nächste Saison zumindest noch zweimal ärgern dürfen. So, Aufgabe Hannover, check, gelöst. Interview brauche ich jetzt nicht. Kaiserslautern Düsseldorf, unentschieden. Und der nächste Gegner steht schon in den Startlöchern. Das ist der... Die Fortuna, Düsseldorf. Wir sind Tabellenführer. Wir haben es geschafft. Die Freiburg hat heute nicht geschafft. Die haben wieder nicht gewonnen. Jetzt heißt es, zwei Spiele gewinnen und wir sind Meister. Ob wir das schaffen im Finale, das werden wir dann sehen. Bis dann.